eine Pannerei gekauft mit Diamanten. Factory Diamonds on the Dial. Okay, egal was sie rausbringen. Die Miete zahlt sich nicht oder die Rate zahlt sich nicht von alleine. Ne? Da hatte damals der Konzessionär zu viel Angst, das mit meinem Namen zu machen. Leute, es geht mal wieder los mit einem Uhrenranking. Beim letzten Mal fandet ihr meine Meinung sehr, sehr spannend und von daher machen wir damit auch gleich weiter. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, dann verpasst ihr nicht diesen sinnfreien Content. Also, als erste Marke haben wir hier beim letzten Mal nicht genannt Patek Philippe. Hätte man mich so vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren gefragt, ja, also Patek ist schon cool gewesen, aber ich war nicht so wirklich, dass mich das so sehr dahin gezogen hat. Mittlerweile muss ich tatsächlich sagen, gerade die Uhren jetzt am Lederband, also ich muss sagen, Calatrava ist das meistverkaufste Modell des Herstellers. Wir verkaufen die Calatrava Modelle. Ich glaube, dieses Jahr haben wir 9 Stück verkauft. Unglaublich. Und das Ganze nimmt auch nicht ab. Von daher, Patek Philippe ist natürlich das Beste, was wir heute... Hoppala, hoppala. Uiuiuiui, nicht so schnell. Das Beste, was man kaufen kann. Dann geht es weiter mit Rado. Ja, jeder von euch kennt, glaube ich, diese Keramikuhren. Diese, ja, das ist so meistens, wenn die Leute den ersten Job haben und so und dann so sagen, ja, ich kaufe mir eine hochwertige Uhr, dann Rado. Also ist für mich leider gar nichts. Auch wenn man jetzt sagen würde zum Beispiel, ja, das mit dem Keramik und so, aber diese Diastar, es tut mir sehr, sehr leid, Rado, aber leider muss ich euch auf den letzten Platz verbannen. Dann machen wir weiter mit Harry Winston. Ich habe mal eine Geschichte mit Harry Winston. Ich habe einmal eine Platin angekauft und ich dachte, das wäre ein guter Preis gewesen. Tatsächlich haben wir dann 2000 Euro Verlust daran gemacht. Und ja, Harry Winston ist eigentlich eher bekannt für Diamanten, machen aber auch sehr, sehr komplizierte, aufwendige Uhren. Der Resell ist aber dann verschwindend gering. Das heißt, so eine Uhr kostet, weiß ich nicht, 300.000 Euro und man kriegt am Ende nur 100 oder sowas. Die Marke, die Komplikationen sind geistkrank, aber für den kommerziellen Nutzen sei er leider raus. Wir machen weiter mit der Apple Watch. Ich erkenne den Nutzen darin, aber so Double Wristen wäre jetzt auch nicht meine Sache. Von daher, pff, was soll ich sagen? Also mich zieht nichts dahin. Tut mir sehr, sehr leid. Tue ich's? Nein, also die Uhr, die Komplikation, ich sehe das schon. Eine Apple Watch ist eine Apple Watch, ne? Genau. Also von daher, wir sagen mal mittelmäßig. Wir machen mal eine mittelmäßige Apple Watch. So, weiter geht's mit Festina. Also das Logo gefällt mir, aber die Uhren, das ist leider nichts, Leute. Ihr seid an dieser Stelle raus. Festina ist raus. Hamilton. Oh, Hamilton. Da habe ich eine Uhr gesehen, die gefällt mir. Soll ich jetzt nur wegen Hamilton? Und zwar bei der Hamilton gab es diese Uhr von Man in Black, die auch Elvis getragen hat. Ne? Ich glaube, die Marke zieht sich auch mehr oder weniger nur an diesem Modell hoch. Ist ganz cool. Einfach nur wegen einem Modell mittelmäßig. Ja, also was soll ich sagen? Hamilton, tut mir leid, ist leider auch nichts. Aber das eine Modell ist cool. So, jetzt haben wir mal aus der deutschen Fraktion Nomos Glashütte. Nomos hat ein sehr ikonisches Design innerhalb ja, ihrer Produktlinie. Diese Neo und so weiter hat schon was. Tatsächlich, wenn ich eine Uhr bekomme, verkaufen wir sie auch gut. Ich würde tatsächlich sagen, Nomos ist eine gute Uhrenmarke. Ja, ich würde sie jetzt nicht als erste Uhr empfehlen und kaufen, aber man kann sie ruhig hier auf gut, wenn wir eine ankaufen. Man macht ein bisschen Verlust, aber wir werden sie auch wieder gut. Gröbel und Forsey. Ja, Gröbel und Forsey. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, zwei oder drei Mal eine Uhr von denen da und habe wirklich sehr, sehr gutes Geld damit verdient. Und von daher würde ich sagen, Gröbel und Forsey, natürlich handwerklich und so weiter, King. Ja, Roman Schaaf liebt die Marke auch. Und ich muss sagen, Gröbel und Forsey ist aus kommerzieller Sicht vielleicht nicht so sellable, aber ich habe immer sehr viel Geld damit verdient. MB&F. Ja, kann man fast in einem Zug so ein bisschen nennen. Ist auch ein Hersteller, der kleinen Serien rausbringt. Finde ich auch ästhetisch sehr, sehr gut. Gerade in der heutigen Zeit, wen gibt es denn, der so neue Sachen, neue Wege geht? Von daher MB&F, ganz, ganz klare Air Tiger Uhr. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir machen weiter mit Oris. Es wird euch vielleicht wundern, aber Oris fand ich nie so wirklich schlecht. Die haben so eine Diver und so weiter. Die spielen sich auch eher im Preissegment unter, ich glaube, so 3000 Euro ab oder so. Ich finde sie nicht so schlecht, aber sie überzeugen mich jetzt auch nicht so sehr. Ich finde sie jetzt nicht so top, top, aber ja, ist okay. Certina, damit kann ich gar nichts anfangen. Certina-Uhren, man hört das ab und an, aber das, Leute, da bin ich der Falsche für. Das tut mir sehr, sehr leid. Leider auf den letzten Platz. Oh, Moser. Bin ich entweder auf dem alternativen Vibe oder was geht hier gerade ab? Moser, finde ich, machen ganz, ganz tolle Konzepte. Sind mir immer im Kopf geblieben. Die Ziffernblätter, Zeiger, Formen, Alpwatch und so weiter. Und wir haben auch immer welche auf Lager. So eine Pioneer, einer der wenigen am Stahlband. Für 12.000 Euro, 13.000 Euro, super cool. Ich würde diese sagen, sind sehr, sehr gut. Fast so gut, aber wir machen sie mal hier hin. Dann haben wir hier Fossil. Das ist so die Marke, denke ich, ja, wenn man so eine Uhr haben möchte. Ne? Leider zählt sie jetzt nicht zu Luxusuhren und wir würden jetzt den anderen Unrecht tun. Von daher, Leute, leider. F-Peugeot, unser alternativer Hersteller aus Frankreich. Ja? Chanel hat sich dort mit eingekauft und die Marke geht wirklich durch die Decke. Ganz, ganz tolle Handschrift. Die Zeiger sind einzigartig insgesamt. Ist aber tatsächlich mit das Beste, was man so kaufen kann. F-Peugeot, ich hoffe, ich werde irgendwann mal erfolgreich. Dann kann ich auch diese Uhren mal im Verkauf anbieten. Denn man braucht da schon ein bisschen finanzielle Power, um nicht auch immer sofort verkaufen zu müssen. Roger Dubuis ist ein Hersteller, der auch
eine ganz einzigartige Stilistik hat. Verkauft sich jetzt nicht so gut. Ich hatte mal ein Diver Tourbillon, crazy Uhr. Und auch Excalibur und so sind krasse Uhren. Ich finde tatsächlich Roger Dubuis gut. Dann geht's weiter mit Ebel. Ebel-Uhren der 90er Jahre, gerade so Kalendarien und so weiter, haben nach wie vor immer noch eine Fangemeinde. Aber am Ende muss man sagen, ne, die Uhr hatte ihren Zenit gehabt. Und heute kriegt man fast kein Geld mehr dafür. Ne? Ihr kennt alle dieses komische Wave-Armband, wo dazwischen so das Gold hervorragt. Die Zeit ist leider vorbei, Leute. Von daher, Ebel, tut mir leid, leider auf dem letzten Platz neben Fossil. Dann haben wir Chrono Suisse, eine Marke, die durch viele Hände gegangen ist und mittlerweile, ich weiß wie oft, wieder aufgemacht wurde. Hat eine große Zwiebelkrone, so als ja, ikonisches Merkmal. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Und dann muss ich das leider hierhin machen, auf den letzten Platz. Dann machen wir weiter mit Mido. Alter, ist das hier irgendwie die Videoserie für... Jetzt wollte ich gerade fast den Ron raushängen lassen. Für Geringverdiener oder was? Mido. Ich verbinde mit Mido immer Kim Jong-un. Der hat nämlich diese Uhr an seinem Handgelenk. Und sonst kenne ich nichts über die Marke. Ich glaube, die sind eher für Quarzuhren und so bekannt. Also von daher, ja, ich würde sagen, nee, lass mal. Da sind wir raus. Raus sind wir da. Frédéric Constant ist ein Hersteller, der eher so an Flughäfen bekannt ist. Hat auch so Open Heart, so solche Balance, wo man das Balance-Wheel sehen kann. Leute, bevor ihr hierfür 2000 Euro ausgibt, bitte spart es einfach. Holt euch eine Casio, das macht hier keinen Sinn. Gérard Perregaux. Wir haben einen Hersteller, der ja eine Zeit, während der Uhrenmarkt am Boomen war, ging es Gérard Perregaux auch sehr gut durch die Laureato. Nur durch die Laureato. Ich muss sagen, Gérard Perregaux hat geisteskrank hübsche Uhren. Ich sag wirklich, boah, entweder gut oder sehr gut. Ne, ich sag gut. Ich sag gut. Da fehlt es dir noch ein bisschen, aber Gérard Perregaux ist echt eigentlich hier zwischen. Ist schon eine heftige Marke. Hermès-Uhren. Hermès-Uhren sind eher für Frauen. Aber in dem Preissegment finde ich es nicht schlecht. Wenn eine Frau die Uhr trägt, Hermès-Uhren, ist so ein bisschen modisch mit diesen Bändern und so weiter. Kosten auch eine Menge Kohle. Ich glaube auch so 2.000, 3.000 Euro. Man kann sie kaufen. Ich würde es nie empfehlen. Ich verstehe aber, warum manche Mädels das machen. Aber tatsächlich müssen wir sie hier zu Festina und so weiter einsortieren. Das ist es einfach nicht, Leute. Ne? Also Hermès-Uhren. Wir machen weiter mit Montblanc. Montblanc ist ein Hersteller, die wagen sich immer richtig weit nach vorne. Die haben große Komplikationen in kleinen Serien. Am Ende ist es so, dass ja, Montblanc eher für Schreibgeräte, ich sammle die Schreibgeräte auch sehr, sehr aktiv. Von daher würde ich sagen, die hier sortieren wir auf mittelmäßig. Ja? Dann geht es weiter mit Glashütte. Glashütte ist ein Hersteller, der auch ähnlich wie Lange und Söhne, ne, im selben Dorf in Glashütte halt produziert. Die Stilistik ist auch typisch deutsch. Ich finde jedoch, dass die Preisklasse ein bisschen, also ich finde die immer zu teuer. Im zweiten Markt, wo ich nun mal tätig bin, ist der Ankauf echt super, super, super schwierig. Von daher lasst besser die Finger davon. Die Qualität ist gut. Alles super, wir machen es auf mittelmäßig, aber ich würde nicht dazu raten, so eine Uhr zu kaufen. Dann geht es weiter mit Richard Mille. Richard Mille, ein Hersteller, ne, der bekannt ist durch die Superlative, hatte einen wirklichen Boom vor so ja, einem Jahr ungefähr. Ist es ein bisschen ruhiger geworden um die Marke, hängt aber damit zusammen, dass einfach die Preisklasse zu teuer geworden ist. Das heißt, wenn ihr eine neue Uhr haben wollt, müsst ihr Liste schon um die 200.000 Euro ausgeben und über Liste kostet dann alle 300.000, 400.000 Euro und das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig zu kaufen, ne, wegen dem Geld. Und von daher, Richard Mille ist eine Marke für die absolut Superreichen und ist einfach der elitäre Club. Einer der besten Uhren, die man so kaufen kann. Mir gefällt sie super und ich habe auch noch meinen Prototypen. Richard Mille auf die 1. Dann geht es weiter mit einem Hersteller, der erst vor kurzem aufgemacht hat, und zwar Gerald Charles. Gerald Genta, quasi ne, ein Design und Abkömmling. Ich weiß nicht genau, wie die Geschichte ist. Viele Stars, das habe ich auch letztens bei Instagram gepostet, tragen tatsächlich einen Gerald Charles. Als sie das erste Mal rausgekommen ist, war ich so ein bisschen, sieht komisch aus. Dann haben wir eine mal gekauft, Ziffernblatt, alles top. Sehr, sehr schönes, handgeschriebenes Zertifikat ist mit dabei. Und das Armband riecht nach Vanille. Für, sag ich mal, 12.000 Euro finde ich es eine coole Uhr. Schön, dass es mal auch was Neues gibt auf dem Uhrenmarkt. Ich finde, man sollte ihr eine Chance geben und sage, dass dieser Uhrenhersteller gut ist. Ja? Das Kautschukband gefällt mir auch, von daher eine gute Marke. Wir machen weiter mit The Master of Complications, Frank Müller. Frank Müller ist ein Hersteller, der sehr erfolgreich ist in dem Preissegment, sag ich mal, ganz, ganz oben. Bei diesen Ronaldo-Uhren, die komplett ausgefasst sind, aber auch bei den Uhren, die um die 10.000 Euro sind. Mir gefällt die Marke als solches gut. Sie haben auch ein paar Fehltritte, aber gerade diese Complications. Wir verkaufen sie, muss ich sagen, nach wie vor sehr, sehr gut. Von daher, wenn ihr die limitierte Serie haben wollt, schaut gerne auf unserer Webseite vorbei und auch sonst in der geringen Preisklasse unter 5.000 Euro ein echter Topseller. Beim letzten Mal haben die 3-4 Modelle nur 2 Tage gehalten. Von daher, Frank Müller ist eine sehr gute Marke. Dann machen wir weiter mit Jacob & Co. Auch einer, den ich so
sehen würde als der Neuaufstrebende. Ne? Es gibt so ein paar, wie jetzt, hoppala, Grübel und Forsey, F. Pijouren, die haben irgendwann angefangen und sind dann durchgestartet. Jacob & Co. ist wirklich dafür bekannt, auf Welle zu machen. Ne? Es gab viele Releases, auch jetzt auf den Messen, nicht einfach zu verkaufen, eingeschränktes Klientel in Deutschland, glaube ich, ja, es ist schon schwierig zu vermarkten. Mir gefällt es aber sehr, sehr gut und ich freue mich, irgendwann mal diese Uhren auch anbieten zu können. Von daher, ich würde sie unter sehr gut ranken. Dann geht's weiter mit Zenit. Boah, Alter, Zenit. Zenit bringt solche Banger raus. Ich hoffe, dass sie das Vertriebsnetz unter Kontrolle bekommen. Zenit in der Preisklasse unter 10.000 Euro, geisteskrank. Ohne Spaß. Sehr gut. Sehr, sehr gute Marke. Extrem nice Modelle unter 10.000 Euro. Weiter geht's mit Audemars Piguet. Audemars Piguet hat sich sehr gefangen. Ja? Sie war ja in einem Sturzflug von letztem Jahr, Februar bis Dezember. Und jetzt ist das Ganze wieder ein bisschen gekippt. Und wir haben eine Seitwärtsbewegung bzw. eine leichte Tendenz steigen. Jetzt ist die Zeit zu kaufen. Der Markt hat gezeigt, dass er von Januar bis Mitte des Jahres plus minus gleich bleibt und ihr habt ab und an, ihr müsst natürlich ein bisschen warten, auf die Lauer gehen und dann könnt ihr wirklich ein sehr, sehr gutes Schnäppchen schießen. Am besten natürlich auf unserer Webseite. Aber hier haben wir wirklich aktuell einen Hersteller, der mega nice ist. Gerade die neue, da sind wir mit Abstand der günstigste, 15510 Roségold am Lederband oder Kautschukband. Absolutes Topmodell. Ein sehr guter Hersteller. Lange & Söhne ist, während der ganze Markt nach unten gegangen ist, ist diese Marke nach oben gegangen. Lange & Söhne, auch aus Glashütte. Ikonische Modelle haben lange gebraucht. Und ich kann tatsächlich sagen, dass das Finish des Werkes wahrscheinlich toller ist als Patek. Ja? Also in kleinen Serien, ich glaube die Produktionszahlen sind um die 7000 Stück pro Jahr. Toller Hersteller, Wilhelm Schmidt, auch ein super Geschäftsführer. Von daher auf die 1 mit Lange & Söhne. Und das letzte ist Baume & Mercier. Als erste Uhr war sie bekannt, aber Baume & Mercier ist eine Sache, spart euch das Geld. Kauft euch dann lieber eine Casio und von daher, die kommt hier unten mit dazu. Und das ist tatsächlich mein finales Ranking. Lasst mich gerne wissen, ob ihr genau derselben Meinung seid oder auch nicht. Vielleicht habe ich auch keine Ahnung. Mich würde es freuen, eure Kommentare zu lesen. Und dann sage ich bis bald, Leute. Ciao, ciao.